Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Ausgabe von MMA Guy Talk. Hi. Heute mit Daniel Dörrer. Einige von euch kennen ihn schon, einer der Urgesteine in der deutschen MMA- und allgemeinen Kampfsportszene. Stell dich doch einfach mal bitte selber vor. Hi Leute, hallo. Hi Elias, es freut mich riesig, heute hier zu sein. Wie du mich schon vorgestellt hast, ich bin Daniel. Ich bin in Deutschland geboren, aber seit über 7 Jahren wohnhaft in Thailand, ja. Ich habe über 240 Kämpfe gemacht in allen Disziplinen, bin Allrounder wie du, bin MMA-Kämpfer, professioneller Boxer, Kickboxer, habe insgesamt auf 12 Weltmeisterschaften gekämpft, 10-mal konnte ich gewinnen, bin nebenher Sport- und Deutschlehrer, das habe ich studiert an der Universität, ja, und jetzt bin ich seit einer Weile hier in Thailand und versuche den Traum eines Kämpfers zu leben nach wie vor und ja genau, jetzt freut es mich heute hier zu sein bei dir an diesem Tisch. Also eigentlich einer der wenigen Ausländer in Thailand, die einen Rekord haben wie ein Thailänder. Fast, ja. Also ich habe ja nicht ganz so viel Muay Thai gekämpft. Also es gibt ja Thais, die haben über 300, 400, manchmal 500 Muay Thai-Kämpfe. Muay Thai-Fights selber habe ich, lass mich überlegen, vielleicht gar nicht mal so viel, vielleicht 40, 50 Muay Thai-Kämpfe. Der Rest ist bei mir alles ein Mix aus allem. Die meisten Kämpfe habe ich im K1-Kickboxen gemacht, dann habe ich einige im Boxen. Im professionellen MMA habe ich 24 Fights gemacht, also alles in allem zusammen. Jetzt aktuell sind es exakt 242 Kämpfe habe ich jetzt, aber wie gesagt, Muay Thai gar nicht so viel. Also den Rekord eines Thais, den habe ich lange, lange nicht, weil die Jungs halt Muay Thai-Spezialisten sind ich nicht. Ich denke auch nicht, dass ich ich fühle mich nicht selber als Muay Thai-Kämpfer, aber natürlich hier in Thailand kommst du natürlich nicht drum rum. Also ja. Wie würdest du deinen Style selber bezeichnen? Ich bin Allrounder. Ich bin wirklich Allrounder, so wie du. Weil also ich auch Mixed Martial Artist. Ja, genau, ganz genau, ja. Auch deswegen kämpfe ich auch am allerliebsten MMA. Ja. Ich finde, MMA ist nicht meine beste Disziplin, aber es ist meine Lieblingsdisziplin. Also meine beste Disziplin ist wahrscheinlich Kickboxen oder K1-Kickboxen. Alles, was irgendwie mit Striking zu tun hat, auch die letzten reinen Box- oder Bare-Knuckle-Boxkämpfe, die ich gemacht habe, fühle ich mich, was den Erfolg betrifft oder halt die Resultate am wohlsten, am besten, das sind wahrscheinlich die Kämpfe, wo ich die größten Kämpfe oder Titel, was auch immer, gewonnen habe. Aber ich fühle mich selber, also MMA macht mir am allermeisten Spaß. Ja, das ist meine Lieblingsdisziplin. Was waren jetzt die letzten Kämpfe, die du so gemacht hast? Ja, so wie du. Wir zwei haben gestern gekämpft und sitzen heute wieder an diesem Tisch. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Genau, meine letzten Kämpfe waren nicht geplant, nur Bare-Knuckle-Kämpfe. Tatsächlich, meine letzten drei Fights, meine letzten drei Kämpfe, außer der gestern, das war ein normaler Boxkampf, waren alles Bare-Knuckle-Boxkämpfe. In diese Schiene bin ich jetzt so ein bisschen so reingeflutscht, das kann ich nachher noch genauer erklären, warum. Mhm. Und dann bin ich dabei geblieben, weil der Lauf ganz gut war und gestern ein normaler Boxkampf. Gestern war ein ganz normaler Profi-Boxkampf über 6 Runden, den ich gemacht habe hier auf Phuket. Selbes Event, wie du auch gekämpft hast. Gestern. Ja, genau. Also wir haben gestern beide auf der gleichen Show gekämpft. Yes. Für mich lief es nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich bin in der ersten Runde gestoppt worden, aber hey, das ist das Leben als Kämpfer. Man muss sich daran gewöhnen. Und ich muss sagen, für mich war es immer sehr, sehr schwierig zu verlieren. Ich war wirklich dann sehr niedergeschlagen und ich habe ein bisschen auch so auf dich geachtet. Wie machst du das? Weil du bist ja schon so lange dabei und du nimmst die Sache nicht so ernst manchmal. Also du trainierst sehr ernst, aber die Kämpfe an sich bist du ein bisschen lockerer. So. Du kämpfst halt einfach, wie es ein Job ist. Aha. So habe ich das Gefühl. Okay. Und mir fiel es auf jeden Fall jetzt schon viel einfacher, die Sache einfach anzunehmen, wie es ist. Schön. Zu sehen, welche Fehler wurden gemacht. Und dementsprechend dann einfach die Fehler zu korrigieren und dann wieder anzugreifen. Und es war ja gestern ein reiner Boxkampf und ja, Boxen ist wahrscheinlich doch nicht so meine Stärke. Ich bin wahrscheinlich schon eher der Grappler, aber wir werden sehen. Also ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ins MMA auch und gucken, was läuft. Ich habe jetzt einfach ein paar Kämpfe gemacht im Stand-Up, bisschen Erfahrung gesammelt. Okay, ja. Und jetzt mal gucken. Ja, also wie du es gerade auch schon gesagt hast, ich sehe in dir auch mehr, ich selber, was ich von dir bisher gesehen habe, auch mehr den MMA-Kämpfer eigentlich. Wir zwei, ich fühle mich selber auch als Allrounder. Und was du gerade gesagt hast, was du als allererstes angesprochen hast, diese Lockerheit. Es stimmt schon, ich habe einen Haufen Kämpfe gemacht. Wie gesagt, jetzt 242 im Profibereich. Ich bin selber auch stolz auf diese Zahl, ganz ehrlich. Ich will 300 machen, 300 Kämpfe insgesamt. Das ist mein persönliches Ziel.
du hast gesagt, lockerer und vielleicht nicht ganz so verkrampft. Ich glaube, das stimmt, aber das war relativ früh, hat sich das bei mir so eingestellt, aus dem Hauptgrund, weil ich habe eine Sache nie verloren. Ich bin jetzt 39 Jahre alt oder jung, wie auch immer. Und ich habe eine Sache nie verloren. Das ist, glaube ich, meine allergrößte Stärke. Ich bin nicht der beste Kämpfer der Welt. Ich war Weltmeister in verschiedenen Verbänden, in auch verschiedenen Disziplinen. Aber ich war nie wirklich der beste Kämpfer der Welt. Aber was ich, glaube ich, tatsächlich am allerbesten hinkriege, immer noch, dass ich nie den allergrößten Spaß dabei verliere. Ich habe unheimlich viel Spaß am Kämpfen und am Trainieren, am Kämpfen noch mehr. Jedes Mal, wenn ich kämpfe oder in der Vorbereitung dann auch, eigentlich gibt es keine Vorbereitung, weil wir sind immer im Training, immer voll dabei. Ich kann das ganze Jahr kämpfen. Und was ja, ich, du bist einer, der wirklich immer kämpft. Schon, so, ja. Auch gegen jeden. Schon, ja. Wahrscheinlich und, das, ja. Und ja. Ist auch manchmal vielleicht nicht die vernünftigste Art, wenn man so auf karrieremäßig das absolut plant. Korrekt, absolut korrekt. Aber was denn dafür wichtig? Wächst du halt als Krieger. Und richtig. Dein Name ist ja auch The Peaceful Warrior. Exakt, ganz genau. Du sagst es ja. Was den reinen, die reine Bilanz, den reinen Rekord betrifft, deinen Kampfrekord, zum Beispiel mein Rekord im MMA, der ist echt 50-50. Nicht der beste Rekord, wenn du mal irgendwann in der UFC kämpfen willst oder sowas. Aber bezüglich, also in Bezug auf wie die wirklichen Kenner der Szene dann oder andere Kämpfer auch dich betrachten und dann halt auch von dir wissen, wow, dieser Junge, dieser Mann, der hat einfach keine Angst, der kämpft gegen jeden, der macht alles, der stellt sich jedem, der stellt sich in Russland gegen die krassen, aufgepumpten Russen im Schwergewicht, obwohl er selber vielleicht Mittelgewichtler ist, kämpft in St. Petersburg vor 20.000 Russen, ja. Gegen den Russen, ist zum Verlieren ist bestellt, krass. Natürlich, weißt du, und ja. Ach, scheiß doch drauf, mach's doch einfach, das ist wirklich, das ist ich finde, sorry, das muss ich einfach direkt anfangen in dem Interview jetzt so sagen, das ist die richtige Einstellung, das macht mir auch am allermeisten Spaß und ja, also darum geht es vielleicht ein bisschen, ja, das so sehe ich es halt ein bisschen, ja. Ja. Mhm. Wie managst du dann so deine Doubts oder also was so hochkommt vor dem Kampf? Okay, die Frage bekomme ich natürlich sehr oft gestellt, auch von meinen Klienten Schülern. Oder Schülern, mhm. Wenn du das so nennen willst, ja. Ich selber sehe mich auch nicht unbedingt schon als Coach, da können wir nachher noch drüber sprechen, das hast du ja auch gesagt, da können wir vielleicht ein bisschen drüber reden, wie, also mein Job quasi auch hier auf Pogitz dann als Trainer quasi. Ja. Wie manage ich das? Oder wenn mir jemand die Frage stellt, wie kriegt man das so hin? Ich sage dann als Antwort, meistens geht es so in die Richtung, selbst wenn ich habe das letztes Jahr 2-3 Mal gemacht, da habe ich in Bangkok so kleine Hinterhof-Muay Thai-Fights gemacht, weißt du, da hat kein Mensch zugeschaut, da habe ich gegen den mehr oder weniger starken Durchschnittsteil halt gekämpft. Das war echt okay. Ich konnte die Kämpfe kontrollieren, was ich auch vorher wusste. Habe ich alles gemacht, schon mehrmals gemacht. Habe auch gegen Weltklasse-Thais gekämpft. Und eigentlich spielt es keine Rolle. Auch wenn ich gegen irgendjemanden kämpfe, einen Gegner, der wirklich gut einzuschätzen ist, wo ich vorher, wenn nichts schief geht, da weiß ich vorher, ich gewinne den Kampf. Ich bin trotzdem jedes Mal nervös. Ich bin trotzdem jedes Mal, ich will nicht sagen, du hast Angst, aber wenn ein Kämpfer zu dir sagt, ein intelligenter Kämpfer zu dir sagt, er hat keine Angst, er ist nicht nervös, dann glaube ich das nicht. Und selbst nach dieser großen Anzahl von Kämpfen, die ich jetzt gemacht habe oder auch die andere Kämpfe gemacht haben, du bist immer ein kleines bisschen nervös. Und dann hast du halt 2 Möglichkeiten, was du mit dieser Nervosität machst, was du mit diesem Gefühl machst. Also machst du dich schwächer oder machst du dich stärker? Und mit einer gewissen Routine und auch mit dem richtigen Mindset oder der richtigen Einstellung finde ich, dass es nicht notwendig ist oder es ist tatsächlich falsch, wenn du diese Angst versuchst oder diese Nervosität, dieses Gefühl des Aufgeregtseins, wenn du das versuchst wegzuschieben, mach das nicht, schieb's nicht weg, nimm's an. Nimm dieses Gefühl, dieses nervöse Gefühl, nimm das an und versuch's ein bisschen zu kontrollieren, weil dann macht's mich einfach nur wach. Gestern auch zum Beispiel. Ich wusste gestern, mein Gegner ist sehr stark, sehr groß, hat lange Hände, sehr guter Techniker. Und ich wusste vor dem Kampf, wow, das wird nicht leicht. Und selbstverständlich bin ich nervös. Vor allem, wenn du, natürlich hast du einen Haufen Kämpfe gemacht und dann, man weiß dann mehr, was man tut. Aber gleichzeitig, weil so viele Leute dann mehr zuschauen und auch mehr von dir erwarten. Also je höheres Level du kämpfst, sicher, du hast mehr Routine. Aber gleichzeitig schauen mehr Leute
schauen dir ganz genau auf die Hände, ganz genau auf die Finger. Was macht der? Kann der überhaupt kämpfen? Ist das ein guter Kämpfer? Warum hat der diese entsprechende Reputation und alles? Ist der wirklich gut? Kann der wirklich was? Ja? Und dementsprechend, je höheres Level du kämpfst, desto mehr Druck ist auch auf dir natürlich irgendwo. Und wenn du es schaffst, diese Nervosität, dieses Gefühl von nervös sein, ein bisschen so zu kanalisieren in die Richtung, es macht mich einfach nur wach. Ich bin in dem Moment, ich bin voll da, ich bin wach, ich bin nervös, aber es macht mich wach und ich bin aufmerksam und voll da in dem Moment. Dann hast du, dann ist es keine Angst, dann macht es dich eher stärker, als dass es dir Energie raubt oder Energie zieht. So meistens funktioniert es. Ja, das ist so ein bisschen so. Aber du hast auch die Routine angesprochen. Natürlich. Ja. Also es war nicht immer so. Du hattest auch Kämpfe, wo die Nervosität vielleicht deine Leistung ein bisschen verringert hat. Ja, das ist natürlich ein paar Mal passiert, nicht allzu oft. Also ich war immer schon relativ entspannt, immer schon relativ mental, glaube ich, stark. Also meine mentale Stärke, ich fühle mich physisch sehr stark, aber gleichzeitig auch mental, glaube ich, bin ich einer der wirklich stärksten Kämpfer, weil ich habe gewusst, was ich mache, das ist okay, was ich mache, ist gut. Und wenn ich einen guten Kampf zeige, dann war das Resultat des Kampfes ist wirklich okay, wenn du, also immer okay, wenn du verlierst gegen einen starken Mann, aber einen guten Kampf gezeigt hast, so wie gestern zum Beispiel, ja, dann ist das super okay, alle sind zufrieden. Die wissen dann, wow, der Junge kann kämpfen, der Mann kann kämpfen, alles gut. Und du kannst einen super Kampf zeigen gegen einen starken Mann, kannst knapp nach Punkten verlieren, alles top, alles gar kein Problem. Ja, die Sache ist auch immer starker Mann. Mein Gegner war eigentlich sehr unbekannt in der Phuket-Szene bevor und viele meinten zu mir so, ja, machst du locker, der bist viel besser als er und so. Und dann zu verlieren ist noch schlimmer, weißt natürlich, du? Natürlich. Also wenn du jetzt jemanden kämpfst wie Patch Morakot, ich habe Patch Morakot geboxt und habe mich besser geschlagen gegen ihn als gegen den von gestern. Ja, ja, ja. Weil es einfach ein anderer Style war, der hat mich technisch gestern einfach gekriegt, ja. Kann ich dich ganz einfach beruhigen, es kommt im Prinzip einfach nur darauf an, wie wer performt an welchem Tag, ja. Es ist doch egal, ob der vorher viele Kämpfe gemacht hat, ob der dies und das gewonnen hat. Vielleicht hat er vorher nicht gut gekämpft, wenn er an dem Tag einfach super gut kämpft, dann bist du an diesem Tag einfach gegen einen guten Mann einfach ein bisschen schlechter. Das ist doch okay. Es zählt am Tag die Leistung. Und wenn du gegen einen guten Mann an diesem Tag verlierst, aber das ist voll okay, wenn dein Gegner stark ist. Ja, verlier gegen starke Kämpfer, das ist kein Problem. Kein Problem, ja. Es ist für uns als Profi, als Kampfsportprofi, ist es ein Problem, wenn du öfters verlierst gegen einen fetten Taxifahrer, der nichts kann. Das wäre ein Problem, ja, okay? Aber verlier gegen einen guten Mann, alles okay, das ist doch kein Problem. Ja, wir sind Kämpfer, ja. Einige Leute, auch am Anfang, als so nach und nach mehr Leute mich kennengelernt haben und dann sich meine Kämpfe angeschaut haben, dann habe ich natürlich ein, zwei Mal auch verloren, wie immer. Ich gewinne Kämpfe, ich verliere Kämpfe, ein paar Mal auch verloren. Und Leute, die dann nicht in der Szene drin sind oder die halt erst frisch dich dann kennenlernen und alles, wurde ich manchmal so gefragt, oh Daniel, jetzt hast du verloren gestern, ja, du hast gestern verloren, was passiert denn jetzt, kämpfst du weiter? Und dann überlege ich mir so, hey, ich mache das Ding mein ganzes Leben schon, ich habe den Kampf verloren, das sind für mich Peanuts, das sind doch Peanuts, ich habe einen Kampf verloren, den nächsten gewinne ich wieder, was ist das? Ja, selbstverständlich kämpfe ich weiter, das macht keinen Unterschied. Und manchmal habe ich mich da ein bisschen schwer getan, dabei zu erklären, das ist einfach ein Lifestyle, du gewinnst, du verlierst, das ist ein Lifestyle. Wie ist es dazu gekommen, also warum machst du das? Warum ich kämpfe? Warum kämpfst du? Das ist eine super Frage, die bekomme ich auch oft gestellt und ich habe nie eine gute Antwort dafür. Ich habe damit angefangen, das so zu beantworten, dass du kommst auf die Welt, du wirst geboren und so war es auch wirklich bei mir. Du spürst entweder, du bist Kämpfer oder du bist kein Kämpfer. Ja. Und wenn du Kämpfer bist, das ist in deiner DNA, es ist in deinem Blut, du spürst es in dir, du trägst es in deinem Herzen, du willst kämpfen und ein Kämpfer will kämpfen. Wie bist du dazu gekommen? Also das kann ich echt nicht beantworten. Ich weiß einfach nur, das ist das, was mir am allermeisten Spaß macht, mein Leben erfüllt. Ich weiß ganz genau, ohne das Kämpfen, ohne das Training, ohne das Kämpfen, wäre ich nicht ich. Ich bin jetzt 39 und ich fühle mich super fit, ich habe keine Verletzungen. Auf deiner Laufbahn hattest du Verletzungen? Ja, selbstverständlich. Nie wirklich schlimme, aber selbstverständlich nichts. Okay. Selbstverständlich habe ich mir öfters wehgetan, Knie mal wehgetan und ein, zwei unpraktische Sachen, aber nie wirklich was Großartiges, Chronisches oder Schlimmes. Okay. Und es ist immer, also wenn ich jetzt dran denke, dass von irgendwann kommt der Zeitraum, in dem ich mich dann langsam entscheiden werde, okay, jetzt werde ich vielleicht eher mehr coachen und weniger trainieren, weniger selber kämpfen. Das ist schon okay, aber noch ist nicht so weit. Und bis dahin weiß ich ganz genau, dass es geht gar nicht anders. Ich kann gar nicht anders. Ja, ich fühle mich nach wie vor als Fighter, als Kämpfer. Ich stehe morgens auf und ich denke an meinen nächsten Fight, weißt du? Ich stehe morgens auf und ich denke wirklich ans Training. Ich denke an meinen nächsten Fight. Und
Ich glaube, das ist die Einstellung eines Kämpfers, eines Kriegers nach wie vor. Egal, ob du 18 oder 19 Jahre alt bist oder von mir aus Evander Holyfield hat noch mit 50 geboxt. Ja? Spielt keine Rolle. Wenn du das in dir trägst, dieses Feuer in dir trägst, du stehst morgens auf und denkst an deinen nächsten Fight, du gehst schlafen mit dem Gedanken an deinen nächsten Gegner, dann bist du ein Kämpfer. Dann ist Wann hast du das erste Mal gekämpft? Also wie alt warst du? Ich war 16 Jahre. 16 Jahre habe ich das erste Mal Vollkontakt-Kickboxen gekämpft, genau, ja. Und wann hast du mit Trainingen angefangen? Also da war ich 7, ja. Ich habe mit 7 Jahren mit Taekwondo angefangen. Ja. Hatte dann eine Basis im Judo. Taekwondo habe ich gemacht, dann Karate habe ich gemacht. Dann bin ich relativ zügig zum Boxen. Deswegen natürlich auch meine Base nach wie vor im Striking. Das hieß immer in all meinen MMA-Kämpfen, weil jetzt schaut sich ja jeder vorher ein bisschen YouTube, die ganzen Gegner an und so weiter. Die alle wissen, wenn du einen MMA-Kampf gegen mich, gegen Daniel machst, dann normalerweise versuchten die immer, mich auf den Boden runterzuholen. Also ich fühle mich tatsächlich relativ wohl. Mein Wrestling, meine Takedown-Defense ist okay, wenn ich Top-Position habe im MMA. Ist alles gut, alles okay. Selbstverständlich meine Stärken, das weiß auch jeder, sind immer im Striking, immer im Stand-Up. Aber also wie gesagt, MMA kämpfe ich am liebsten. Und ja, also das war so meine Base, so ging es dann los. Und dann habe ich 2014 habe ich meinen ersten Profi-MMA-Kampf gemacht. Ja, genau, 2014, ja, genau. Also auch lange, lange erstmal in anderen Sportarten. Yes, verbracht. Ganz genau, ganz lang im Striking. Ich habe auch meine allererste Weltmeisterschaft im Kickboxen, das war 2006. Das war also quasi 8 Jahre vor meinem allerersten professionellen MMA-Kampf. 8 Jahre zuvor habe ich auf meiner allerersten Weltmeisterschaft im Kickboxen gekämpft. Das war damals in Spanien, in Benidorm, an der Costa Blanca. Habe ich das erste Mal international auf der WM gekämpft und das Ding auch gleich gewonnen. Und dementsprechend einmal Striker, immer Striker. Aber ich liebe MMA und das ist, wie gesagt, meine absolute Lieblingsdisziplin. Nach wie vor, so wird es auch immer sein. Ja, ich hatte einen komplett anderen Werdegang. So bei mir, ich habe erst Anfang, Mitte 20 überhaupt Kampfsport eher so kennengelernt. Yeah. Ich war schon immer ein Kämpfer. Ich hatte schon immer so meine Fights irgendwie im Leben mit anderen, wie auch immer. Aber es war nie, dass ich so den Zugang hatte, irgendwo zum Trainieren zu gehen. Und dementsprechend war es einfach schon immer, ich habe mir immer die Frage gestellt, warum machst du das? Weißt du, weil es ist ein bisschen anders, wenn du wirklich aufwächst im Training und dein Körper während der Pubertät schon trainiert wird. Ja. Das ist was anderes. Ja. Wenn du erst so mit 20 anfängst, dann hast du halt chronische Sachen, aber du musst damit halt klarkommen. Richtig, absolut. Absolut, ja. Das ist auch mit ein Grund, wieso oft wirst du gefragt, du bestimmt auch als Trainer, wenn halt Jungs zu dir kommen, die sind dann halt schon von mir aus 30, ein bisschen älter. Oh, Elias, wie sieht's aus? Daniel, wie sieht's aus? Ich möchte mal einen Kampf machen. Das ist schon okay, wenn du das auf einer kleineren Ebene machst, aber dann wirklich High Level oder international, das ist dann einfach nicht mehr drin. Es ist einfach Fakten auf den Tisch gelegt. Es ist einfach nicht mehr drin. Wenn du natürlich vorher schon dein ganzes Leben lang in diesem Business drin bist, das verstanden hast und verstehst, was ist Kämpfen an sich und das richtige Mindset auch mitbringst, dann ist es kein Problem, bis ins höhere Alter noch zu kämpfen, überhaupt gar kein Problem. Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt 39 und ganz ehrlich, auch gestern, ich habe 6 Runden gestern durchgeboxt, 6x3 und also echt voll okay. Also ich fühle mich super fit, wirklich, ich spüre keinen Unterschied zu, von mir aus, wenn ich jetzt vergleiche mit vor 10 Jahren oder so. Ich gehe die Runden durch, alles okay, fühle mich sehr wohl, fühle mich sehr stark, sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe Mitte 20 angefangen, nicht 30, Mitte 30 fragen, boah Elias, wie sieht's aus, ich bin jetzt 32, 33 Jahre alt oder so, ich hätte gern Bock. Und dann erst anfangen. So habe ich es gemeint, Sicher, du bist schon viel länger in dem Business. Ich meinte, wenn sie dich fragen als Coach, was du dann halt entsprechend dann antworten kannst, als Antwort, Ich habe schon auch Bock, irgendwann später Leute zu coachen. Ich meine, ich habe es schon immer ein bisschen gemacht. Damals in Berlin einfach so schwer erziehbare Jungs. Ja, cool. Boxtraining gegeben, cool. In der Schule Jiu-Jitsu angeboten. So. Cool. Auch in anderen Schulen ein bisschen Jiu-Jitsu-Training gemacht. Aber so richtig Fighter habe ich nie gecoacht, weil ich einfach noch selber auf dem Weg bin, wirklich das Game kennenzulernen, weißt du? Ich meine, du bist jetzt Coach im Southside in Rawai, hier in Phuket. Ja. Erzähl mal ein bisschen was, wie ist das? Okay, ich gehe vielleicht auf genau das ein, was du gerade angesprochen hast. Ich selber sehe mich tatsächlich noch viel, viel mehr als eigener Kämpfer, als Coach.
Dafür gibt es mehr Gründe. Zum Beispiel, weil ich trainiere selber viel mehr und kämpfe selber auch viel mehr, wie dass ich selbst coache. Also ich bin Coach, weil ich glaube, dass ich gutes Training gebe. Ich merke es ja am Feedback meiner Kunden und auch des Managements von Southside und so weiter. Aber ich fühle mich selber nicht als Coach. Ich fühle mich als Trainierender und als Kämpfer. Das ist das Erste. Ja. Zweiter Grund, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe einfach gar keinen Bock drauf, da jetzt mich voll aufs Coaching zu konzentrieren. Das geht tatsächlich nebenher. Ich habe im Southside, ich kümmere mich ums Kindertraining, ich helfe im MMA-Training und dann gebe ich die Boxen und die Kickboxen-Klasse. Das mache ich und das war es eigentlich auch schon. Ja. Also es ist echt okay. Es ist ein toller Job, um mein Leben hier ganz normal zu finanzieren und alles und auch mit meinem Visum hier in Thailand und einfach so, um die Miete zu bezahlen und alles drum und dran, halt einfach, was du so brauchst. Aber meine erste Leidenschaft und alles, ich fühle mich selber, ich bin kein Coach. Ich bin kein Coach. Ja, es steht Coach auf meinem T-Shirt, wenn ich im Southside unterrichte, aber ich bin kein Coach. Ich bin nach wie vor Kämpfer und Trainer. Ich weiß nicht, ich kann da irgendwie nicht ganz so... Ich glaube, da ist schon ein Coach in dir. Ja, bestimmt. Meine? So. Natürlich, ganz bestimmt. Ja, und ja. Wenn du dir selber sagst, ey, ich bin aber kein Coach, so, dann kann es nicht wachsen. Wenn du sagst, ey, vielleicht bin ich irgendwann mal ein Coach, ja, also, ja. Lass es einfach offen. Weil ja, ja, ja. Das habe ich ungefähr so gemeint, in diese Richtung. Ja. Vielleicht noch nicht, ja. Oder wenn ich mich entscheiden sollte, was bin ich mehr, dann bin ich zu 20% Coach und zu 80% immer noch selber Trainierender und auch Kämpfer. Ich will es auch gar nicht anders, weil es ist auch ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen so eine Einstellungssache und auch Mindset-Sache. Weil wenn ich mich selber als Coach betrachte, dann wachse ich als Kämpfer nicht mehr so. Wenn ich mich selber nur als 100%iger Fighter betrachte, du hast es gerade angesprochen, stimme ich dir 100% zu, dann wachse ich als Coach halt auch gar nicht, verstehst du? Aber die Verteilung ist anders. Aktuell sehe ich mich noch viel mehr als Fighter als Coach. Und irgendwann wird sich diese Waage ein bisschen verschieben und dann ist es wahrscheinlich andersrum, aber noch nicht, ja. Da habe ich noch keinen Bock drauf. Also wie gesagt, das mein persönliches Ziel, das ist ein hohes Ziel, ich würde es gern schaffen, 300 Kämpfe voll zu machen, das wäre cool, das ist so ein bisschen mein persönliches Ziel, das habe ich auch schon ein paar Mal offiziell gesagt und öffentlich gemacht. Das ist cool, wenn das klappt. 300 ist eine coole Zahl. Also, warte, wie viele sind es noch? Ich habe jetzt 242 Profikämpfe gemacht. Okay. Ja. Also ein paar fehlen noch. Ja, mal gucken. Der nächste ist schon geplant. Ja, der nächste ist schon in der Mache. Genau. Was für ein Regelwerk? MMA dann wieder? Ja. Ganz genau. Mein nächster Fight wird in Europa wieder stattfinden. Seit langer Zeit kämpfe ich wieder mal in Österreich. Wow, ich habe das letzte Mal bei der Inferno-Veranstaltung in Kufstein gekämpft. In Europa, da habe ich den Inferno-Titel gewonnen, bis 93 Kilo im Halbschwergewicht im MMA habe ich gegen Mario Deng in der ersten Runde durch einen High-Kick, konnte ich im MMA gewinnen und das war, wann war das? Das war, glaube ich, Ewigkeiten her, das war, als ich noch nicht nach Thailand gezogen bin, das war noch davor und das war wirklich mein letzter Kampf in Europa im MMA und jetzt fliege ich wieder, am 7. September ist die Veranstaltung in Österreich, genau. Ja. So, du hast Thailand nie verlassen, seit du hier bist? Ich war einmal 2019, habe ich die Familie besucht in Deutschland, aber das war es tatsächlich. Also seit 5 Jahren, wenn ich selber jetzt so drüber nachdenke, ist das richtig crazy. Seit 5 Jahren werde ich meine Oma in Deutschland wieder besuchen, Mama, Papa und mein Bruder. Und ich war echt seit 5 Jahren. Ich bin ja seit einem Jahr jetzt auf Phuket, aber war vorher Trainer und Kämpfer auf Koh Samui, auf der anderen Seite von Thailand. Thailand Ostseite, hier auf Phuket sind wir West Coast Thailand. Und das ist echt schon wirklich eine lange Weile her. Ich war einmal dort seither, ja. Also richtig, echt eine lange Zeit, richtig krass, ja. Seither konstant in Thailand gewesen. Ähnlich wie bei mir. Ich bin kurz vor Covid gekommen. Ja, der Plan war 5 Wochen. fünf Wochen trainieren. Und dann kamen die Lockdowns und so weiter. Oh Mann, ja. Und dann guck mal, wie sich das entwickelt. Ja, ist doch crazy. Ist doch crazy. Und du warst der einzige Deutsche mit mir eigentlich. Ich glaube, ja, genau. Ja. Pascal Schroth gibt es da noch natürlich. Den Pascal haben wir noch auf Koh Phangan. Hallo Pascal an dieser Stelle. Ja. Und genau, also Enrico Kehl natürlich auch, kommt auch sehr oft nach Thailand. Aber die Deutschen, die... Zu der Zeit war der nicht da. Niemand hier, ja, genau, ja. Das ist crazy, Mann. Ja, ja, genau. Krasse Zeiten, auf jeden Fall. Gut, jetzt... Zurück, MMA-Kampf in Deutschland. Denkst du, du
hast dort eigentlich noch so Fans, die auf jeden Fall auch 100%, anreisen. 100%, ja, ja. Alle fragen mich, jede Woche werde ich gefragt, Daniel, komm nach Deutschland, mach wieder mal eine Seminartour in Deutschland, was ich natürlich oft gemacht habe, bevor ich nach Thailand bin. Das war immer cool, das hat immer toll geklappt. Und immer, jede Woche, meine Freunde und auch so Leute auf meinem Social Media und alles fragen mich, Daniel, wann kämpfst du wieder mal in Deutschland, Österreich, Europa generell, irgendwas international geplant? Also 100%, ich weiß genau. Es gibt, wie gesagt, dieses Jahr sind zwei große, tolle Sachen in Europa geplant. Der eine Fight jetzt am 7. September in Österreich und dann kämpfe ich nochmal im Dezember. Das habe ich vorher noch nicht offiziell gemacht. Das ist jetzt hier quasi exklusiv für dich hier. Das ist eine richtig, richtig coole Sache. Wenn du Glück hast, erzähle ich es nachher, was ich da mache. Schauen wir mal. Und ja, also diese, ich habe natürlich noch... Jetzt hau raus, was machst du? Okay, ich kämpfe bei der Mixfight-Veranstaltung in Frankfurt, werde ich kämpfen. Okay. Gegen Sergej Budrak mache ich meinen nächsten Bärnackelkampf bei der Mixfight-Veranstaltung. Ja, die ist ja immer beim Sefer Göktepe, nice. Immer groß auf Eurosport und alles drum und dran. Eine der größten Veranstaltungen in Deutschland, da werde ich kämpfen. Ja, das wird mein letzter Kampf dieses Jahr, also für dieses Jahr. Mein letzter Kampf, das ist ein richtig cooles Ding, da werde ich dann im Dezember, das ist ebenfalls der 7. Dezember. Zuerst 7. September und dann 7. Dezember werde ich in Deutschland, das ist in Frankfurt dann, ja. Und kommst du dazwischen nochmal zurück nach Thailand? Ja, 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 auf alle Fälle. Also ich mache den Fight jetzt in Österreich, da bleibe ich ein, zwei Wochen bleibe ich in Deutschland, sage der Familie hallo, dann wieder ganz normal Thailand, Training, Job, alles ganz normal und dann fliege ich im Dezember auch wieder für 10, 11, 12 Tage fliege ich wieder nach Deutschland. So sieht's aus. Okay, ja, hört sich gut an. Yes, zwischendrin passieren natürlich noch zwei, drei andere kleine Sachen. Eine richtig coole Sache, machen wir entweder dieses Jahr mittendrin oder vielleicht dann spätestens nächstes Jahr. Ich habe es ja schon angesprochen, ich habe die letzten Fights im Bärnackelboxen gemacht, also reines Bärnackelboxen und jetzt seit diesem Jahr, das hast du bestimmt auch mitgekriegt und verfolgt, gibt es ja auf Phuket die jetzt sehr groß wachsende Veranstaltung BFL, ja. Ganz genau, ja. Und da bin ich jetzt ungeschlagen seit den letzten drei Fights, habe zwei Kämpfe durch Knockout gewonnen, einen klar nach Punkten gewonnen, also zuerst durch Knockout. Und nie die Hände gebrochen? Nee, nichts. Ich habe Eisenhände, wirklich, Alter. Ich habe immer Glück, ja, also gute Genetik und wie gesagt, ich habe eine echt stabile Physis. Da immer ein bisschen Glück gehabt natürlich auch, also alles okay, selbstverständlich, die Hände haben wehgetan danach, das ist klar, ja. Und du nimmst immer ein bisschen Damage. Der Cut hier ist frisch von meinem letzten Bärnackel-Fight, der in der Mitte hier ist frisch von meinem letzten Bärnackel-Fight. Die Nase ist ein bisschen krumm seither, die wird wieder gerade, aber ja. Yes, und ich bin ungeschlagen und dementsprechend kam die Anfrage des Verbandes, Daniel, hast du nicht Bock, um den Titel bei BFL zu kämpfen und selbstverständlich habe ich ja gesagt, das ist schon cool. Also ich habe die größten Titel bisher im Kickboxen und K1 gekämpft und gewonnen, auch bei den größten Verbänden. Also ich habe weltweit die größten Verbände, international bin ich Weltmeister geworden bei der WKU, bei der WKA, bei der ISKA und bei der RKF Professional in Russland, in Moskau. Lang her, das war 2012, ja, da habe ich den Weltmeistertitel gewonnen. Allerdings nie im Bärnackel boxen und es ist für mich nicht der attraktivste Style zu kämpfen, nicht der schönste, aber es wächst unheimlich, genauso schnell wie MMA, fast noch ein bisschen schneller. Das ist, wie soll ich sagen, vielleicht... Das spricht halt diese Gewalt noch mehr an. Ganz das, genau, natürlich. Ich glaube, Chen Denha hat das mal gesagt, es gibt so drei Arten von Fans, die wollen... Einen wollen Drama, weißt du, so die Show drumherum. Ja, ja, ja. Dann manche wollen die Technik, das sind meistens eher selber Kampfsportler. Yes, yes. Und dann gibt es halt noch die, die einfach so die Gewalt sehen möchten, Violence. Ja. Yeah. Und da ist halt Bärnackel wirklich absolut, der Sport. Absolut, yes, ganz genau. Also, aber ganz kurz nochmal, um Kontraste reinzukriegen auch. Woher kommt dein Spitzname? Der Peaceful Warrior, weil das ist schon... Wie passt denn das jetzt mit Bärnackel zusammen? Ja, eben, das ist ein Kontrast, weißt du, wie ich meine? Ganz genau. So, Warrior ist eigentlich Gewalt, aber Peace eher nicht so. Genau, wie passt denn das jetzt? Aber ich verstehe es, ich verstehe schon. Ich weiß, dass du es verstehst, wir machen es vielleicht für die Zuhörer ein bisschen klarer. Wie passt denn das zusammen? Ja, wie kann ich die Message des Peaceful Warriors predigen, aber gleichzeitig mir mit blanken Fäusten mit meinem Gegner auf die Fresse hauen. Wie geht denn das? Ja? Wie geht denn das? Okay, wen es interessiert, da gibt es ein ganz, ganz tolles Buch. Das Buch, ich sage den Titel auf Deutsch, das ist Der Pfad des friedvollen Kriegers, geschrieben von Dan Millman. Ganz, ganz altes, ganz, ganz tolles Buch. Der friedvolle Krieger, The Way of the Peaceful Warrior. In diesem Buch steht alles drin, was man über das Leben wissen muss. Es geht um philosophische Themen, um
Persönlichkeitsentwicklungsthemen um alles einfach. Da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Film mit Nick Nolte in der Hauptrolle. Boah, um was geht's da eigentlich? Boah, in diesem Buch sind so unheimlich viele, oder Film, unheimlich viele Parallelen auch zu meinem Leben. Deswegen entstand da auch ein bisschen mein Nickname des Peaceful Warriors, den ich mir auch nicht selber gegeben habe. Als okay. Kämpfer, als Kämpfer, finde ich, ist es ein bisschen peinlich, wenn du dir einen Nicknamen, das kann alles sein, The Dragon, The Tiger oder was auch immer, ja, wenn du dir den selber gibst. Finde ich nicht so cool. Der muss dir zufliegen, der muss dir selber gegeben werden. Und das war dann irgendwann 2012, als die Leute angefangen haben, mich Peaceful Warrior zu nennen. Das ist, wenn du mich ein bisschen besser kennst und wenn man mehr mit mir spricht, ich bin ein unheimlich geduldiger Mensch, peaceful, und meine Message ist immer Peace and Love and Happiness und alles, ja. Deswegen stimmt man dazu, aber gleichzeitig versuche ich natürlich im Kampf meine Gegner K.O. zu schlagen, ist ja klar. Ja. Also wie passt das zusammen? Und es ist am Ende, boah, wie soll ich das jetzt beschreiben in einem Satz? Also ich finde, je besser ein Kämpfer wird, je höheres Level du kämpfst als Kämpfer, umso mehr hast du auch einen großen Teil der Philosophie des Lebens verstanden. Dass es einfach darauf ankommt, gegenseitigen Respekt, Disziplin, Achtung vor all deinen Mitmenschen, vor deinem Gegner natürlich auch. Und das ist ein unheimlich großer Punkt oder generell einfach in diesem Film, in diesem Buch, egal was du dir da reinziehst. Ja, also das ist wirklich meine Hauptphilosophie meines Lebens eigentlich. Ja, dass wenn tu, was du liebst, tu, was du liebst. Und es ist auch hier auf mein Tattoo hier zum Beispiel, ja, da steht drauf, glücklich ohne Grund. Happy without any reason. Ja. Das ist das letzte, das Buch besteht aus 3 Kapiteln und das letzte Kapitel des Buchs lautet exakt so, das ist glücklich ohne Grund. Wenn du das tust in deinem Leben, was dich glücklich macht, ja, und wenn du es dann überträgst auf unseren Job zum Beispiel, ja, ich meine, du lebst jetzt hier auf Phuket, ja, und du schaffst es mit allem drum und dran, hier mit dem Podcast, mit deinem Kaffee, mit deinem MMA Shop, Guy. Mit allem drum Übrigens, und dran. Der Spitzname ist mir auch zugeflogen. Ich siehst war, du, siehst in du? Bangkok, ganz genau. Ja. Ich habe dort Muay Thai trainiert. Aha. Und war immer ein bisschen zu hektisch. Okay. Meinen die, ach, der wieder mit seinem MMA-Guy-Style. Ja, siehst du, ganz genau, ganz genau. Und was ich meine, wenn du es schaffst mit, heruntergebrochen auf einen Satz, wenn du es schaffst mit der Sache, die du am meisten liebst in deinem Leben, damit irgendwie deine Brötchen zu verdienen, deine Miete zu bezahlen, ganz ehrlich, natürlich ist unser Job physisch anstrengend, aber wenn ich morgens aufstehe und ich gehe ins Southside und ich gehe coachen oder ich gehe trainieren oder ich mache einen Kampf oder Trainingsvorbereitung, es strengt mich nicht an, es strengt mich mental nicht an, weil ich, das ist das, was ich am meisten liebe. Und ich würde das Ganze ja auch machen, ohne, wenn ich keinen Bat, keinen Euro damit verdienen würde, würde ich es ja immer noch machen. Nur wenn wir es einigermaßen so hindrehen können, dass du in deinem Leben mit der Sache, die du am allermeisten liebst in deinem Leben, irgendwie deine Brötchen verdienst. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und ich glaube, jetzt habe ich auch die Antwort auf die Frage, weil ich dich vorher gefragt habe, warum du kämpfst. Yeah. Und ich glaube, bei mir ist es ähnlich. So, wenn zum Beispiel gestern, weißt du, ich habe den Kampf verloren, bitter in der ersten Runde. So. Yeah. Aber das sind Momente, wo so Meditation schwerer fällt, weißt du? So, weil das ganze Ego in dir und so weiter, das sagt so, fuck, weißt du, warum ist es passiert? Yes. In diesem Moment einfach zu atmen und gehen zu lassen, weißt du, und grundlos glücklich zu sein. Absolut. Ist schwieriger. Sehr gut. Ist einfach schwieriger. Yes. Und wenn du es in dieser Situation schaffst, hinkriegst, ganz genau, dann ist einfach der Alltag easy. Richtig. Und dann, das ist, du hast es angesprochen, wir wissen, wie es richtig ist, wie es richtig geht. Das ist die Einstellung in den Momenten, in denen die äußeren Umstände für dich trotzdem nicht stimmen. Sei es zum Beispiel ein verlorener Kampf oder vielleicht eine Verletzung oder vielleicht Streit mit irgendjemandem oder vielleicht passt finanziell gerade irgendwas nicht. Oder einfach nachts der Moskito, der dich nervt, weil er dich nicht schlafen lässt. Verstehst du? Völlig egal, es kann alles sein, jedes Beispiel. Aber wenn du es schaffst, trotz der äußeren Umstände glücklich zu sein, du kannst es nennen, glücklich ohne Grund zu sein, also dann bist du gut, dann bist du ein Meister, dann bist du gut, dann hast du schon viele Sachen verstanden und das klappt nicht jedes Mal, ja, das schaffst du auch nicht immer, das ist auch kein Dauerzustand, aber das ist selbstverständlich irgendwo das große Ziel, wo man versucht hinzuarbeiten. Die äußeren Umstände, die tangieren mich nicht so sehr, dass es meinen Zustand meines Glücklichseins zu sehr beeinflusst, ja, weil dann, wenn du mal so weit bist, ich will nicht sagen, dass ich so weit bin, aber ab und zu hast du dann halt wirklich das Gefühl, wow, ich bin wirklich bei mir, ich fühle mich, ich bin glücklich, ich bin wirklich bei mir und auch wenn andere Leute zum Beispiel dann
Es kommt ja immer vor, dass mal jemand einfach dumm zu dir ist. Ja? Und wenn du verstanden hast, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, das hat immer nur mit der Person zu tun. Wenn jemand scheiße zu dir ist, dann, oder wenn jemand dich beleidigt, dann sagt es doch viel mehr über die beleidigende Person, über diese Person aus, anstatt über dich. Viel mehr. Und wenn du das mal verstanden hast, dass die äußeren Umstände, du alleine entscheidest doch, du alleine entscheidest für dich selber, ich alleine entscheide für mich selber, wie ich mit den äußeren Umständen umgehe. Das ist völlig egal. Wenn es regnet, wenn es draußen regnet und ich kann an dem Tag einfach keinen Regen gebrauchen, weil ich laufen gehen will oder weil ich eigentlich an den Strand gehen wollte, ja? Wer alleine entscheidet, dass es mir dann scheiße geht? Der Regen oder sind es meine Gedanken, die mir dann ein blödes Gefühl geben? Das ist ein einfaches Beispiel, aber es ist genau dasselbe Prinzip. Wir alleine entscheiden, wie es uns geht. Und das ist auch der Weg des Buddhas eigentlich, weißt du? 100%. So, deswegen 100%, fühlen wir uns hier, glaube ich, wohl ja, in Thailand, oder? Genau, ganz genau. Ja. Wir sind aus mehreren Gründen hier. Natürlich aufgrund des Strandes und der Kokosnüsse, aber auch natürlich ein bisschen wegen der Einstellung. Ja, es fällt ja, einem, doch. Ich finde selber auch, in Thailand ein bisschen leichter. Ich muss gleich mir selber widersprechen, aber in Thailand fällt es einem, ich habe trotzdem das Gefühl, seit ich hier bin, noch ein kleines bisschen leichter, diese Philosophie auch auszuleben. Ja? Wenn du richtig gut bist, schaffst du es auch im verregneten Deutschland, wo jeder jeden Morgen mit so einer Fresse dich anschaut und keinen Bock hat auf seine Arbeit. Das klappt auch. Ich sehe dich gerade mit deinem Grinsen. Ey Mann, wie oft ich angeguckt habe. Voll oft denken die Leute, ich habe einen Knall, ich bin verrückt, weißt du, weil ich, du weißt, was ich meine, ja. Aber nee, es ist echt Einstellungssache, ja. Es ist Einstellungssache. Es ist egal, wo du bist, in welchem Land du lebst, wie dein Umfeld dir entgegentritt, es ist eine Sache der eigenen Einstellung. Wie gehe ich um mit den äußeren Umständen? Und wenn die äußeren Umstände noch kaum noch Einfluss haben auf deinen inneren Gemütszustand, auf deinen, ja, ich nenne es einfach mal Glücklichkeitszustand, Glückseligkeitszustand, auf deinen inneren Zustand. Dann kommt es nicht darauf an, ob du in Thailand oder in Deutschland ganz bist. Ganz genau, das würde ich sagen. Sehr gut, ja. Jawohl, ganz genau. Ja. Vielleicht noch so ein paar Dinge, die dir jetzt so einfallen, weil es hören sich natürlich viele an, die genau das Plan, nach Thailand zu gehen und dein Leben zu leben, 300 Kämpfe zu machen und danach Trainer zu werden in der Gym am Strand. Ja. Das ist genau, was die Leute wollen. Sicher, ja, es hört sich schon geil an, natürlich. Ja, klar. Es ist natürlich nicht alles. Es ist viel mehr Arbeit, als die Leute denken. Ich meine, du hast gestern gekämpft und heute stehst du wieder in der Gym und unterrichtest. Alter, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Und genau da sind wir wieder beim Punkt. Es ist Einstellungssache, ja. Es ist Einstellungssache, wie du drüber nachdenkst. Selbstverständlich, der Kampf gestern lief trotzdem super okay für mich. Ich habe, wie gesagt, einen Kratzer auf der Nase. Split Decision, haben sie zu ihm gegeben. Ja, ganz das bedeutet, die Ringrichter waren sich nicht einig. Waren sich uneinig, weil es wirklich sehr knapp war. Ja. Mein Team und mich haben mich selber knapp vorne gesehen. Ich selber habe es wirklich, ich hätte auch ihm den Sieg geben können. Respekt an meinen Gegner, alles gut. Ich bin super zufrieden mit dem Kampf, war sehr guter Kampf, war kein wichtiger Kampf, war ein Boxkampf. Wie gesagt, ich bin kein Boxer. Und alles gut. Wie lange davor haben sie dir Bescheid gesagt? Also wie lange hast du dich jetzt für diesen Kampf speziell vorbereitet? Effektiv 10 Tage, 2 Wochen, 10 Tage. Also, aber wie alles gesagt, ich kann auch morgen kämpfen, verstehst du? Ein richtiger Kampf ist immer bereit. Ja. Wenn heute ein schönes Angebot kommt, Daniel, kannst du übermorgen in Moskau kämpfen? Ich gehe zum Flughafen, alles okay. Und wenn du jetzt einen Kampf hattest, der wirklich, wo du gemerkt hast, hat ein bisschen im Kopf gerattert, so wie ich gestern. Ja. Yeah. Wie lange würdest du chillen, bevor du wieder ins Sparring gehst? Du sprichst jetzt rein über die physische Regeneration und all? Ja. Wow, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich bin kein Doktor. Machst du dir gar keinen Kopf? Oder? Ist mir zum Glück noch nie passiert, weißt du. Ich hatte noch nie ein schweres K.O. Selbstverständlich. Also es war jetzt kein schweres K.O., aber er hat mich 2-mal runtergenockt. Ja. Und da hat der Ringrichter gesagt, okay, fertig. Yeah. Und ich habe danach schon, ich war kurz dizzy, saß dann am Ring. Yeah. Und dann habe ich mich aber schon wieder gefasst, hatte noch ein bisschen Kopfschmerzen. So. Yes. Heute geht es mir aber wieder gut. Also ich habe Sportwissenschaften studiert. Also ich bin Sport- und Deutschlehrer, habe nebenher noch Biologie studiert und hatte auch einen großen Teil meines Studiums natürlich in der Sportmedizin. Bin selber natürlich auch sehr interessiert in diese Richtung, ganz speziell, wenn es natürlich auch um körperliche Impacts auf deinen Kopf, auf dein Körpergehirn und so weiter. Ja, also da kenne ich mich tatsächlich schon ein bisschen aus. Ich bin kein Doktor. Also ich werde jetzt nie sagen, du musst 2 Wochen Pause machen, musst 1 Woche Pause machen. Du kannst direkt einfach so Erfahrungswerte. Wie hast du es selber gemacht, wenn du mal einen bisschen härteren Kampf hattest? Yeah. Wie hast du es in anderen um dich herum erlebt? Okay, also so, Frag deinen Doktor, wenn du eine Gehirnerschütterung hast. Nimm das jetzt nicht von uns an, aber
Erzähl einfach. Ja. Okay, solange du Kopfweh hast, ja, solange du dich irgendwie nicht wohlfühlst und nicht voll da bist, und vielleicht kennst du es ja selber auch, wenn du mit Kämpfern sprichst, die direkt aus dem frischen K.O. kommen, die reden oft ein bisschen langsamer, die Koordination ist nicht ganz so da. Einer meiner besten Freunde hier auf Phuket, ein Finne, hat seinen vorletzten Kampf gewonnen, aber war hinterher so zerbeult, und den haben wir dann auch auf seinem Roller zum Beispiel nicht mehr nach Hause fahren lassen. Wir haben den hinten auf den Roller gepackt, heimgefahren, ins Bett gesetzt und am nächsten Morgen gecheckt, ob alles cool ist und so weiter. Ja, ist natürlich immer sehr individuell, aber also manchmal ist ein bisschen mehr Pause, was Sparring betrifft, besser als zu wenig Pause. Ja, ich glaube nicht, dass es allzu viel Schaden macht, wenn du kannst immer hartes Sparring machen, das ist okay, aber trotzdem schlau. Also ich selber hatte bei mir zum Glück nie wirklich das Gefühl, dass ich irgendwelche kognitiven, mentalen Einschränkungen oder sowas dann hatte, aber ich sehe es natürlich, klar, also eins steht fest, viele Schläge auf den Kopf machen dich auf jeden Fall nicht schlauer. Das ist ja klar, sie machen dich auf jeden Fall nicht schlauer. Yeah, also lieber ein bisschen mehr Pause machen als zu wenig, und man kann ja so viel in unserem Sport, weil der Sport so breit gefällt. Schlauer, aber vielleicht weiser. Weiser, ja, genau. Ja. Weil man muss wirklich sagen, so, wir wären keine Mathematiker mehr. Das ist wohl wahr. Aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Na klar, auf alle 100%. Ja. Safety immer first, natürlich, ganz klar. Und vor allem, wenn, es spielt ja auch so viel mit rein, ja, das Ganze drumherum, ja. Also es ist, bei mir ist so, ich habe keine Kinder, keine Familie, keine Frau, nix. Somit bin ich eigentlich, ich trage Verantwortung für mich. Ich trage Verantwortung wirklich für mich. Dann gibt es natürlich andere Kampfsportler, die haben Familie, Kinder, weißt du, und das ist halt dann echt nochmal. Ändert einiges, ja, denke ich mir auch. Ja, und, ich habe zwar eine Freundin, aber noch keine Kinder. Ja, siehst du, und wenn du halt dann mal wirklich eine Familie ernähren nicht nur möchtest, sondern halt auch musst, dann glaube ich, dass sich das alles ein bisschen verändert. Und dann muss man das auch, weil du Verantwortung trägst, ich habe mich mein ganzes Leben lang immer auch ein bisschen gedrückt vor dieser Verantwortung, weil ich das nicht möchte. Ich fühle mich noch nicht so weit, für irgendjemand anderen Großverantwortung zu übernehmen, möchte ich gar nicht. Weißt, ich möchte nach wie vor immer noch dieses Gefühl von Freiheit irgendwo haben für mich. Und das wenn ich mir jetzt vorstelle. Irgendwann musst du den Übergang hinkriegen. Klar, wenn ich mich entscheide, Kind und Familie, dann natürlich. Ja, und das wird dann auch mit Coach einhergehen. Selbstverständlich, 100%. Wenn du einfach zu den Kämpfern ein bisschen zurückgehst. Genau. Bleib nicht zu lange im Game. Ich meine, du schlägst dich jetzt noch top. Aber ich meine... Ja, absolut. Absolut, ganz genau. Ich habe mir auch vorgestellt, es ist immer schlau, ein zweites Standbein zu haben, was ich immer machen kann. Ich kann immer zurück nach Deutschland, ich gehe einfach an die Schule und bin einfach ganz normaler Deutsch- und Sportlehrer. Ja. Dann ist alles safe, alles abgesichert, Versicherung. Ich verdiene als Deutsch- und Sportlehrer in Deutschland, das kann man hier echt mal sagen, ist das Leben so viel mehr easy als hier. Leute, das glauben alle immer. Weiter in Thailand, wir leben hier das Leben eines Königs. Das ist nicht so. Das ist nicht so leicht, wirklich, wie sich das anhört. Das ist zwar geil, wir haben das geilste Leben der Welt hier, ja, wirklich, ich meine, du gehst trainieren, danach gehe ich an den Strand, wie geil, absolut geil, aber es ist nicht leicht und rein finanziell gesprochen, ja, würde ich als Lehrer in Deutschland viel besser dastehen, und wenn mal irgendwann die Idee aufkommt oder das Gefühl in mir, ich habe Lust auf Familie, Frau, Kinder, was weiß ich, oder irgendwie so, ist lange nicht so weit, aber wenn, dann weiß ich nicht, ob ein Fighter-Job in Thailand das Richtige ist. Vielleicht gehe ich nur mal sicher, aber ja. Ja, bei mir ist es etwas anders. Ich habe mein Studium abgebrochen, als ich eben hier dann im Lockdown war. Ja. So, für mich gibt es in dem Sinne kein Zurück in die akademischen Laufbahn. Zahnwerke. Nee, ist nicht, ist vorbei. Yeah. Aber dafür habe ich mein Business jetzt hier, weißt du, jeder hat eine Handvoll Karten ganz und man muss halt spielen, ganz so wie es kommt. Da musst du spielen, ganz genau, sehr gut, ja, richtig. Das ist doch cool. Jetzt willst du noch irgendwie der nächsten Generation Fighter, die aus Deutschland kommen, willst du denen noch irgendwas mitgeben? Also vielleicht in einem Satz, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, dass ich glaube, dass du bist am besten, jeder von uns ist am besten, wenn du das liebst, was du tust. Ich habe es vorhin angesprochen, du hast mich gefragt, auch wie lange schon in dem Business, und ich glaube, wie ich es vorhin auch schon leicht angeschnitten habe, meine allergrößte Stärke, worin bin ich am besten, ist glaube wirklich das, dass ich immer nie den Spaß an allem verloren habe, dass ich immer nie den Gedanken hatte oder das Gefühl hatte, boah, ich habe heute keinen Bock, ich mag das nicht mehr, boah, ich habe keine Lust mehr zu trainieren oder zu kämpfen, ich habe nie, weil ich alles immer auf eine trotzdem leicht spielerische Art und Weise trotzdem betrachten konnte und die große Freude und den Spaß und die Leidenschaft und die Passion und die unheimliche Liebe zum Kämpfen nie verloren habe. Solange du das spürst, spürst du auch die
Motivation, hast du Motivation? Disziplin ist eine andere Sache, die muss immer da sein. Natürlich tut mir manchmal was weh und manchmal stehe ich morgens auf zum Training und ich denke, oh, ich kann heute nicht, ich habe keinen Bock, aber trotzdem gehst du. Das ist dann eine Frage der Disziplin. Aber der große Spaß, die große Freude, die unheimlich große innere Freude, die du trägst an der Sache, die du so sehr gerne machst jeden Tag, wenn du das nicht verlierst, ja, und das vielleicht, ich will es nicht unbedingt als Tipp rausfeuern für andere aufstrebende Fighter oder so, aber einfach so halt sagen, wie das für mich immer funktioniert hat, dass das, glaube ich, mein allergrößtes Plus, meine allergrößte Stärke immer war, dass ich unheimlich Spaß immer an dem hatte und habe, was ich tue, auch morgen wieder. Morgen ist Sonntag, eigentlich morgen trainingsfrei, aber ich weiß genau, ich gehe morgen ins Gym und gehe ein bisschen pumpen, weiß ich 100%, jetzt nach dem Fight. Heute habe ich nur gecoacht, ich habe mich ein bisschen gestretched nach dem Training, aber morgen bin ich wieder am Gym am Gewicht erheben, das weiß ich ganz genau. Ja. Ich muss sagen, bei mir ist es anders, weil ich wirklich mit vielen Verletzungen gekämpft habe. So. Yeah. Und dann gibt es einfach schon, du hast selber gesagt, du hast nicht so viele Verletzungen gehabt. Glück gehabt. Natürlich hatte ich Verletzungen, aber nie wirklich was Schlimmes halt. So, bei mir gab es schon Phasen, wo ich einfach so ein, Alter, ich konnte nicht mehr motiviert dorthin gehen. Aber trotzdem, wenn ich wieder okay bin, weißt du, dann fühle ich mich halt in der Gym frei. Weißt du, wie ich meine? Verstehe, dann gehe ich ins Training und ich liebe es. So. Ja, ja. Aber es gibt schon immer wieder die Zeiten, wo es nicht so klappt. Und ich denke trotzdem, Leute, die auch in dieser Situation sind, sollten nicht aufgeben, weißt du? Und sollten wieder sich genau in diese Position kämpfen, dass man wieder morgens aufsteht und sagt, let's go in die Gym, richtig. Alter. Ganz genau, absolut, ja. Vielleicht ist das Zauberwort in einem Wort das Schlüsselwort ist vielleicht Konstanz, ja? Dass du einfach immer weitermachst. Auch wenn du hast selber gesagt, manchmal hast du das Gefühl, oh, heute nicht, aber mach's einfach trotzdem. Okay. Mach's einfach trotzdem und konstant, wenn du konstant über einen längeren Zeitraum einfach deiner Schiene treu bleibst und weitermachst, früher oder später, es wird immer, alles wird gut, alles wird immer gut, alles wird immer stärker und besser. Das ist auch kein abgedroschener Spruch, das ist wirklich Tatsache. Kann jeder bestätigen, der es einfach macht. Solange du es nicht machst, kannst du es nicht wissen und nicht bestätigen. Deswegen mach's einfach und dann wirst du es spüren, ganz einfach. Das ist so ein bisschen, woran ich glaube, was sich auch immer wieder im ganz normalen Leben draußen bestätigt. Für dich, für mich, für alle andere, für jeden Kämpfer, der High-Level kämpft, der international kämpft, kannst jeden großen Kämpfer fragen. Konstanz ist das Zauberwort. Mach einfach weiter. Auch scheißegal, auch wenn es mal nicht läuft. Du verlierst Kämpfe, okay, weiter. Wir hören nicht auf, mach weiter und gut ist. So sieht's aus. Super Schlusswort. Vielen Dank, Daniel. Dankeschön. Danke. War mir eine Ehre, hier zu sein, Leute. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Jawohl.